Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Vorlesung zur technischen Mechanik 1, Statik. Nachdem wir uns in der vorhergehenden Vorlesung mit den ebenen Tragwerken auseinandergesetzt haben und geschaut haben, wie wir dort die Lagerreaktionen berechnen können, gehen wir jetzt einen Schritt weiter und schauen uns mehrteilige ebene Tragwerke an. Dazu werde ich zunächst mal klären, was man darunter versteht. Und dann werden wir wieder Lagerreaktionen, aber jetzt zusätzlich noch Gelenkreaktionen bestimmen. Auf diesem Bild sieht man oben zunächst mal die Definition zu den mehrteiligen Ebenentragwerken. Und dann steht dort, dass es aus mehreren Körpern besteht, die an diesen Körpern angreifenden Lasten sowie Lagerungen und dass diese Körper durch Gelenke miteinander verbunden sein müssen. Schauen wir uns das Bild unten auf der linken Seite an. Da haben wir einen Balken, eine Scheibe und zwei Stäbe. Das heißt, wenn wir so zählen, haben wir insgesamt vier Körper. Und diese Körper sind durch Gelenke miteinander verbunden. Und zusätzlich gibt es natürlich Lager. Hier eine Einspannung und hier ein Loslager. Ein praktisches Beispiel, was wir auch dann bezüglich der Lösung angehen wollen, ist hier auf der rechten Seite diese Radaufhängung. Dass das eine Bauteil rot markiert ist, irritiert jetzt vielleicht ein bisschen. Das gehört zum Antriebsstrang. Uns interessiert direkt diese Radaufhängung. Also hier diese Bauteile und das Rad selbst. Und dann gibt es ja auch noch irgendwo ein Federbein. Und wir werden sehen, dass wir am Ende in der Lage sind, für diese Radaufhängung die Gelenkreaktionen und die Lagerreaktionen zu berechnen. Aber zunächst erstmal schrittweise. Ich habe hier drüber geschrieben 4.1 Gelenkreaktionen. Und in dem Moment, wo wir zwei Bauteile haben, die miteinander verbunden sind, haben wir an dieser Stelle auch ein Gelenk. Es gilt die Aussage, kein Gelenk ohne angrenzende Bauteile. So, und wenn wir jetzt wissen wollen, welche Gelenkreaktionen, also sprich, welche Kräfte und gegebenenfalls Momente von diesem Gelenk übertragen werden, dann müssen wir durch dieses Gelenk schneiden. Und ich habe hier mal das einfachst mögliche Beispiel. Ich habe zwei Stäbe, die klassisch mit einem Gelenk verbunden sind. Vom Prinzip her ist es nichts anderes, wie wenn das Stab 1 ist und das ist Stab 2 und das wäre hier mein Gelenk. Ja? So, und jetzt will ich wissen, welche Kräfte werden dort übertragen? Also schneide ich gedanklich durch dieses Gelenk hindurch. So, und jetzt kann ich hier Gelenkreaktionen eintragen. Ja, das könnte ich hier noch dran schreiben, FGH und FGV. Ich will das auch mal machen, weil wichtig, entgegengesetzt und gleich groß. Dieses gleich groß, das wird immer deutlich, weil es steht dasselbe dran, also FGV, dieselbe Bezeichnung. Und wenn FGV 5 kN ist, dann haben wir links von unten 5 kN, rechts von oben 5 kN. Baue ich das zusammen, verschwinden die. Hier auch wieder FGH und dann hier auch FGH. Ne? Das Wichtige ist, wie gesagt, die werden nur durch diesen Schnitt sichtbar. Führe ich in dem unteren Bild das Gelenk wieder zusammen, heben die sich alle gegenseitig auf und ich bin bei dem oberen Bild, wo keine äußeren Kräfte an diesem Gelenk zu sehen sind. Okay, das ist der erste Schritt. So, jetzt machen wir den zweiten Schritt und schauen uns einfach mal drei unterschiedliche Gelenktypen an mit den entsprechenden Gelenkreaktionen. Also, das, was ich gerade eingeführt habe, sieht man auf der linken Seite. Das ist das sogenannte Momentengelenk. Warum Momentengelenk? Weil dieses Gelenk kein Moment übertragen kann. Dieses Moment kann nur eine Kraft in horizontaler, vertikaler bzw. eine Kraft in Längsrichtung der Stäbe und senkrecht dazu übertragen. Wobei im Endeffekt funktioniert das auch, wenn die Stäbe jetzt unter einem bestimmten Winkel zueinander stehen. Das ist alles kein Problem. Das zweite Gelenk wird Normalkraftgelenk genannt. Und wenn wir uns das anschauen, das Symbolbild oben, dann haben wir eine Hülse und in dieser Hülse können sich die Stäbe rechts und links bewegen. Dadurch kann keine Kraft in dieser Richtung übertragen werden, weil die Beweglichkeit gegeben ist. Aber
Es kann ein Moment durch die Hülse übertragen werden. Also, wenn ich diesen Stab nach unten biege, dann wird der andere mit nach oben gebogen werden. Durch diese Hülse. Und deswegen ist hier auch ein MB dran, weil ein Moment übertragen werden kann. Und es kann auch eine Kraft senkrecht zur Längsachse der Stäbe übertragen werden. Deswegen dieses FGV. So, und damit bleibt nur noch übrig das sogenannte Querkraftgelenk. Das kann man sich jetzt wiederum so vorstellen, dass hier eine Beweglichkeit da ist, aber keine Beweglichkeit in diese Richtung, die ist blockiert. Und auch wenn ich anfange, diesen zu verbiegen, dann kommt der mit durch dieses Gelenk. Das heißt, ich kann übertragen einen Biegemoment und ich kann eine Längskraft übertragen, hier mit FGH bezeichnet. Wenn ich jetzt jeweils die roten Pfeile zusammenzähle, dann habe ich jeweils hier zwei Gelenkreaktionen. Deswegen schreibe ich hier G gleich 2 dran. Das ist etwas, was wir später benötigen werden, wenn wir die statische Bestimmtheit von zusammengesetzten Ebenentragwerken prüfen möchten. So, jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, Berechnung von Lager- und Gelenkreaktionen. Und das mache ich sofort anhand von einem Beispiel. Sie sehen hier diesen abgewinkelten Träger, der im oberen Bereich ein Gelenk hat. So, jetzt könnte ich hier zunächst mal die statische Bestimmtheit prüfen. Sie sehen, ich habe jetzt hier unten meine Formel. F ist gleich R plus G. Aber das will ich lassen, weil wir schauen uns die statische Bestimmtheit am Ende nochmal in einem separaten Video, in einem separaten Vortrag an. Deswegen, das lassen wir jetzt erstmal so dastehen, wie es ist. Und gehen davon aus, das System ist statisch bestimmt. Ansonsten hätte ich das Beispiel hier nicht drin, weil ansonsten könnte ich es nicht lösen. So, was mache ich? Ich muss meine starren Körper separieren. Dieses zusammengesetzte Tragwerk besteht genau aus zwei Körpern. Das ist der erste und das ist der zweite. Die sind beim Punkt G durch ein Gelenk, durch ein Momentengelenk verbunden und wir haben dann weiterhin noch das Loslager und die Einspannung bei B bzw. A. Wenn ich jetzt meine Freikörperbilder auf der rechten Seite zeichne, dann kann ich vielleicht mal zunächst meine Lagerreaktionen eintragen. Das wäre mein FB, das wäre ein FAV, ein FAH und das wäre ein Lagermoment MA. Und jetzt nehme ich die rote Farbe. Jetzt kommt nämlich mein Gelenk hinzu. Und dann könnten wir hier unser FGH eintragen für horizontal, entgegengesetzt auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist wichtig. Und hier kommt unser FGV rein und entgegengesetzt auf der gegenüberliegenden Seite FGV. So, und wenn ich jetzt mal durchzähle, dann habe ich 4 grüne unbekannte Kräfte. Also das sind meine 4 Lagerreaktionen und ich habe zusätzlich 2 rote. Das heißt, in Summe habe ich 6 unbekannte und ich habe 2 Teilsysteme. Und an jedem Teilsystem kann ich jetzt jeweils Gleichgewicht aufschreiben. In horizontaler Richtung und in vertikaler Richtung. Und das machen wir jetzt auf der linken Seite für das linke Teilsystem und auf der rechten Seite für das rechte Teilsystem. Okay, ich bereite das hier schon mal so ein bisschen vor. Das wären meine 6 Gleichungen. So, jetzt gehe ich auf die linke Seite, dann steht sofort da mit der ersten Gleichung FGH ist gleich 0. Das ist also schon mal einfach. Zweite Gleichung, FB plus FGV ist gleich 0. FB plus FGV ist gleich 0. So, und Momentengleichgewicht nehme ich jetzt einfach mal den Punkt G. Damit fällt FGH und FGV raus und ich bekomme hier F am Hebelarm A plus B. F am Hebelarm A plus B minus FB am Hebelarm B und das ist 0. Damit hätte ich meine 3 Gleichungen auf der linken Seite formuliert. Jetzt gehe ich auf die rechte Seite. Dann schreibe ich auf in horizontaler Richtung. Minus FGH plus FAH ist gleich 0. Minus
FGH plus FAH ist gleich 0. Vertikal minus FGV plus FAV ist gleich 0. Minus FGV plus FAV ist gleich 0. Und ein Momentengleichgewicht nehme ich jetzt im Punkt A, schreibe ich MA plus FGH mal H. Also MA plus FGH mal Hebelarm H plus, und dann haben wir noch FGV am Hebelarm C. FGV am Hebelarm C und das ist 0. So, jetzt kann ich durchnummerieren. Ich habe also 6 Gleichungen für 6 Unbekannte. Und die 6 Unbekannten, die markiere ich mir farblich, damit ich also hier möglichst den Überblick nicht verliere. Also unbekannt ist mein FGH, mein FGV. Das finde ich hier drüben wieder. Die sind also offensichtlich verkoppelt, ja? FGH und FGV. Weiterhin unbekannt ist meine Lagerreaktion bei B, FB. Und weiterhin unbekannt sind meine Lagerreaktionen bei A. Und damit habe ich alles farblich markiert. So, wenn wir jetzt an die Lösung gehen, wie gesagt, 6 Gleichungen, 6 Unbekannte, ist es in dem Fall nicht so kompliziert, weil aus der ersten sofort folgt, FGH ist gleich 0. So, damit kann ich bei der vierten das FGH durchstreichen und es steht bei der vierten da FAH ist gleich 0. Das meine ich, wenn ich das farblich markiere, dann habe ich halt immer einen guten Überblick. Ne? So, jetzt schauen wir weiter. Jetzt gehen wir in die dritte Gleichung. In der dritten Gleichung finden wir FB, weil FB ist gleich F multipliziert mit A plus B geteilt durch B. Okay, dann haben wir FB, dann können wir FGV ausrechnen. FGV, jetzt schaue ich nochmal zurück in vertikaler Richtung. Sehe ich gerade, habe ich was vergessen. Sehen Sie, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, FGV habe ich vergessen, diese Kraft F noch mit einzubauen. Also FB plus FGV minus F muss hier noch mit rein. Okay, damit kann ich jetzt in die zweite Gleichung gehen und kann aufschreiben, dass mein FGV gleich ist F minus FB. F minus FB. So, FB steht schon oben drüber, kann ich entsprechend einsetzen und dann kriege ich hier raus minus F multipliziert mit A durch B. So, und dann habe ich schon mal 4 Unbekannte raus. Und jetzt schauen wir auf die rechte Seite, was bleibt übrig? Ich kann jetzt noch in die fünfte Gleichung gehen und kann mir das FAV ausrechnen, weil das FAV ist gleich FGV. Und FGV haben wir gerade uns bestimmt, war minus FA durch B. So, und damit bleibt die sechste übrig für unser MA. Und MA, wir hatten festgestellt, FGH ist 0, also können wir das durchstreichen, ist gleich minus FGV mal C. Minus FGV mal C. Und FGV war minus F A durch B, das Minuszeichen geht weg, mal C. So, damit haben wir alles soweit bestimmt. 6 Gleichungen, 6 Unbekannte. Problem gelöst. Wir wollen noch uns jetzt ein weiteres Beispiel anschauen. Und dieses Beispiel, das ist diese Radaufhängung, die ich ganz am Anfang gezeigt habe. Und auf der rechten Seite sehen wir praktisch schon eine Skizze, mit der wir relativ viel anfangen können, weil da sind konkrete Bauteile zu sehen, da sind Maße dran und das entspricht von der Grundidee her dem, was wir hier links haben. Das ist übrigens nochmal so ein Hinweis.
In dem, was wir, bei dem, was wir hier machen, in technischer Mechanik 1, sind in der Regel auf der rechten Seite die Modelle schon gegeben. Und es geht darum, dort entsprechend dann freizuschneiden, Lagerreaktionen, Gelenkreaktionen zu bestimmen. Der Schritt links vom realen Bauteil, von der realen Konstruktion zum Modell, den muss man sich im Laufe des Studiums erst noch antrainieren. Das machen wir im Moment nur ansatzweise, indem ich Ihnen zum Beispiel wie hier so etwas zeige. So, schauen wir uns das an jetzt auf der rechten Seite. Dann muss ich entsprechend freischneiden. Das ist immer der erste Schritt. Und ich sehe hier oben einen Stab. Den kann ich entsprechend abschneiden. Ich sehe hier unten einen Stab, aber hier muss ich aufpassen. Hier ist das Federbein. Das heißt, ich muss durch die Feder durchschneiden. So, und dann habe ich hier noch das Rad mit der Felge und mit diesem Anschluss, wo ich an den oberen und an den unteren Stab rangehe. Das ist der erste wichtige Punkt, sauber freizuschneiden, durch die Gelenke durch, an den Lagern abzuschneiden. So, wenn ich soweit bin, separiere ich jetzt die einzelnen Bauteile, das habe ich hier dargestellt, und jetzt trage ich hier entsprechende Kräfte ein. Ja? Und ich nehme mal wieder meine roten für meine Gelenkkräfte. Und wenn das hier oben der Punkt B war, könnte ich also hier sagen FBH und FBV. Auf der gegenüberliegenden Seite wieder FBV und hier FBH. Okay, das ist das erste. Dasselbe mache ich hier unten in horizontaler Richtung. FC, H und FCV. Hier entgegengesetzt FCV und FCH. Hier ist meine äußere Kraft F, die schreibe ich dann noch dran. So, jetzt habe ich noch Lagerreaktionen. Also habe ich hier ein Festlager mit FAV und FAH. Und hier habe ich auch ein Festlager mit F, halt C habe ich schon verwendet, das war der Punkt D, FDH und FDV. So, vergessen darf ich nicht, ich gehe nochmal zurück, ich habe durch die Feder geschnitten, ja? Im Punkt E greift eine Feder an. Deswegen muss natürlich an dieser Stelle auch die entsprechende Kraft rein, ja? Mit der entsprechenden Richtung, die durch die Feder vorgegeben ist. Und ich bezeichne diese hier einfach mal mit FE. So dass ich jetzt hier, hier schreiben wir nochmal das F dran, meine drei Teilsysteme habe. 1, 2 und das wäre Teilsystem 3. Und jetzt muss ich überlegen, wie viele Gleichungen kann ich pro Teilsystem aufschreiben. Und das erste Teilsystem ist in dem Sinne ein bisschen speziell, das will ich Ihnen deswegen auch zeigen, weil hier kann man sofort eine gewisse Vereinfachung vornehmen. Wenn ich das erste Teilsystem mir vornehme und ein Momentengleichgewicht um den Punkt A aufschreibe, dann geht ja FAH und FAV durch den Punkt A. FBH geht auch durch den Punkt A, also bleibt nur übrig FBV am Hebelarm. Okay, das waren 300 mm, die Millimeter lasse ich mal weg, ich schreibe nur die 300 auf, ist gleich 0. Also steht hier sofort da, FBV ist gleich 0. Das heißt, ich kann hier dieses FBV, das kann ich sofort durchstreichen. Und wenn das FBV 0 ist, dann muss auch das FAV 0 sein. Ja? Also damit habe ich schon mal sehr viel an Vereinfachung ins Spiel gebracht. Und wenn ich jetzt zu meinem Teilsystem 2 übergehe, da kann ich nicht eine solche schöne Vereinfachung machen, aber da schreiben wir jetzt ganz normal unsere drei Gleichungen auf. In horizontaler Richtung steht dann da FDH plus FCH ist gleich 0. In vertikaler Richtung steht da FDV plus FE plus
FCV ist gleich 0 und Momentengleichgewicht würde ich jetzt vielleicht um den Punkt D formulieren. Dann steht da mit positiver Drehrichtung FE mal 250. Also hier nochmal, das ist die 250 ausgehend von D. Und dann geht es weiter mit plus FCV mal 250 plus 250, das sind die 500. Und dann haben wir noch plus FCH, auch mit positiver Drehrichtung. Und der Hebelarm hier, schauen wir uns das nochmal an, das sind diese 100 mal 100 ist gleich 0. Drei Gleichungen. So, und jetzt bleibt noch das Teilsystem 3. Also auch hier wieder Gleichgewicht in horizontaler Richtung minus FBH minus FCH ist gleich 0. Gleichgewicht in vertikaler Richtung, das FBV ist schon raus. Also steht da minus FCV plus F ist gleich 0. Und jetzt schreiben wir noch Momentengleichgewicht. Ich habe hier den Punkt C gewählt auf. Und dann steht da F am Hebelarm 200 plus FBH am Hebelarm 350. Und das muss 0 sein. So, und jetzt können wir hier nochmal schauen, was wir an Unbekannten im System haben. Wir haben das FDH, FCH, FDV, FE, FCV, FE. So. So, und jetzt muss man überlegen, wie man die Geschichte löst. Also im Endeffekt haben wir jetzt noch 6 Gleichungen zur Verfügung. Wir haben auch 6 Unbekannte. Die ganze Geschichte lässt sich lösen. Und wenn ich mir jetzt das anschaue, in der untersten Gleichung habe ich nur eine Unbekannte. Da kann ich sofort das FBH ausrechnen. In der Gleichung darüber habe ich auch nur eine Unbekannte. Das ist das FCV. Also würde ich dort das FCV bestimmen. So, mit FBH und FCV kann ich jetzt in die darüberliegenden Gleichungen gehen und kann schrittweise die weiteren Unbekannten bestimmen. So gesehen habe ich zwar 6 Gleichungen, eigentlich hatte ich ja 7, ne? Und ursprünglich 7 Unbekannte macht erstmal einen Eindruck, dass es sehr aufwendig ist, aber wenn man sich das farblich markiert, findet man immer schnell Gleichungen, wo man erste Unbekannte sofort rausbekommen kann. Abschließend noch eine Bemerkung. Sie haben gesehen, hier oben dieses Bauteil, ja, dieser Stab, der überträgt nur Kräfte in seiner Längsrichtung. Deswegen waren diese vertikalen Gelenkkräfte, die ich eingezeichnet habe, auch 0. Das ist ein spezielles Bauteil und wir werden aus solchen Bauteilen dann komplette Tragwerke, sogenannte Fachwerke, aufbauen. Und das wird Inhalt des nächsten Vortrages sein. Zuvor werde ich Ihnen aber noch zeigen, wie es sich mit der statischen Bestimmtheit von mehrteiligen Tragwerken verhält. Bis hierher bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, Sie im nächsten Video wieder begrüßen zu können.